Weil immer alle denken, dass ich die Fragen erfinde, beweise ich euch heute mal das Gegenteil und zeige euch die ganzen Nachrichten. Hallo Julian, ich bin 19 Jahre alt und habe meinen Vater beim Wichsen im Badezimmer erwischt. Kann ich dadurch schwanger werden? Schließlich benutzen wir dieselbe Badewanne. Bitte klär mich auf. Grüße, Jesse. Jesse, ich habe wunderbare Nachrichten. Ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, vorausgesetzt dein Vater hat, als du ihn dabei erwischt hast, nicht in dich hineingewichst, dass du zu 0,01% schwanger bist. Aber leider auch zu 99,9% dumm wie Hundescheiße auf dem Gehweg. Wenn du jetzt noch der Welt einen klitzekleinen Gefallen tun könntest und dir das Leben nimmst, dann wäre ich dir sehr verbunden. Halo Julian, mir wächst ein komisches Haar aus der Harnrohr am Penis. Was soll ich tun? Wenn ich diese Nachricht lese, denke ich fast, dass der Inhalt noch dein kleinstes Problem ist. Wie wäre es, wenn du dir mal einen Schulabschluss runterladen würdest? Und mit einem kleinen Problem solltest du vielleicht zum Arzt gehen. Vorausgesetzt, ich habe das überhaupt alles richtig verstanden. Ich weiß nämlich nicht so genau, was ein Penis sein soll. Hi Julian, ich bin 17 und stehe seit 3 Jahren auf ein Mädchen in meiner Klasse. Da sie mich nie wahrnimmt, habe ich sie vergewaltigt und werde jetzt von ihr und allen in meiner Klasse gemobbt. Bitte hilf mir und komm bitte nicht mit Selbstmord. Liebe Grüße, Sven. Wahrscheinlich hast du sie einfach nicht brutal genug vergewaltigt. Vielleicht solltest du das noch ein bisschen üben. Hast du noch ein paar mehr Mädels in der Klasse, die man sich mit Gewalt über den Pisser reißen könnte? Ansonsten geh auf Seiten wie Hab keine Angst oder Lara Berlin. Das sind Seiten von Missbrauchsopfern mit Tipps und Tricks für Hobbyvergewaltiger. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und lass dich nicht unterkriegen. Hals- und Beinbruch. Oder sollte ich lieber sagen, Schließmuskel- und Jungfernhäutchenriss? Ich stehe auf kleine Kinder, aber wie stelle ich es am besten an, sie rumzukriegen? Oh, tut mir furchtbar leid, da habe ich jetzt gar nicht so die Erfahrung mit, weil das überhaupt nicht mein Ding ist. Aber weiter geht's nach einer kleinen Werbepause. Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Bestellen Sie sich jetzt Ihr eigenes redliches Christenkinder-Vergewaltigungsset von der Firma Kirche. Bestehend aus Kinderschokolade mit der Extraportion K.O.-Tropfen. Außerdem Plastiktüten und ein Klappspaten für die Entsorgung. Und das alles für nur 19,99 €. Bestellen Sie jetzt sofort und vergewaltigen Sie schon morgen wehrlose kleine Kinder. Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Ist es normal, dass ich Ausschlag unter meiner Eichel habe? Ja, das ist völlig normal. Außerdem normal ist es, jeden Morgen einen Liter Blut zu scheißen, Eiter zu pissen und das Schwitzen von Smegma. Da besteht überhaupt kein Handlungsbedarf. Falls das trotzdem in irgendeiner Art und Weise deinen Tagesablauf stören sollte, hilft häufiger ungeschützter Geschlechtsverkehr mit ständig wechselnden Sexualpartnern. Wie soll ich Frauen ansprechen? Ich gehe mal davon aus, dass du Anmachsprüche für Clubs und Bars brauchst. Nummer 1. Du holst sie mit dem Finger zu dir und sagst, ein Finger hat gereicht, damit du kommst. Stell dir mal vor, was ich mit den anderen kann. Dann schlägst du ihr ins Gesicht und steckst dir deine Faust in den Arsch, wie ein Gentleman. Nummer 2. Schöne Schuhe. Wollen wir ficken? Die meisten Frauen werden sich danach angewidert von dir abwenden. Aber das ist alles nur Show, also keine Sorge. Auch hier schlägst du ihr ins Gesicht und steckst dir deine Faust in den Arsch, wie ein Gentleman. Nummer 3 ist mein Standardanmachspruch, klappt jedes Mal und geht folgendermaßen. Hi, na? Ich bin Julian. Die Reaktion des weiblichen Geschlechts darauf ist immer die gleiche. Ja, ah, Julian, ja! Jo, das war's mal wieder für heute. Die anderen 6 Seelsorgen könnt ihr hier gucken. Und für alle Fans meines Sprechgesangs, leider muss ich das Album schon wieder verschieben. Analyse kommt jetzt am 28. März und nicht am 25. Januar. Das ist aber garantiert die letzte Verschiebung. Bald gibt es ein neues Musikvideo und als Entschädigung für die Verspätung werde ich jede einzelne CD für euch signieren. Außerdem hatte ich ja schon gesagt, dass ich in irgendeine Block Edition die Kamelmaske aus Chamela reinpacke. Irgendwo packe ich jetzt auch die Penispuschen aus 11. September mit rein. Analyse vorbestellen könnt ihr weiterhin auf www.juliansblog.tv. Link auch nochmal in der Beschreibung. Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung.